Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kirby und das nicht magische Garn. Das ist ein anderes Spielvogel. Kirby's Adventure Wii. Ja, wir starten hier durch und die Musik ist wirklich zauberhaft. Zauberhaft schön. Ja, also im Ernst. Und hier scheint es wirklich einige Türen zu geben. Und hier können wir sogar Schlittschuh fahren. Und hier brauchen wir anscheinend einen Schlüssel. Dann gehen wir doch mal in die andere Richtung. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, wie viele Zauberzahnräder uns jeweils fehlen in jeder Welt. Und das sind gar nicht so viele. Nö. Hier haben wir den Kämpfer. Den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Dann nehme ich den mal. Weil der ist auch ganz nett. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde die Fähigkeit ist ganz cool. Hier kommt quasi die Ultra-Faust. Wenn wir mehrfach drücken. Alles mögliche. Den habe ich noch nie gehabt, glaube ich, hier in diesem Spiel. Aber, ja. Die Fähigkeiten haben ja alle, sind ja irgendwie alle standardmäßig belegt größtenteils. Also sie haben ihre festen Tasten und da funktioniert irgendwas und dann probiert man es einfach aus. Hui, da unten war was, richtig? Nein, das war... Oh, nur dieses Licht im Hintergrund. Da habe ich ihn schwer sehen. Hallo, stirb. Stirb mit Ü. Uah. Geht alle weg von mir. Hallo, du kleines Dingsbums. Boah, ich will die Sterne doch haben. Nein. Und ich achte mal unten auf den Boden, weil ich hab das... Ich hab... Ah, da. Ich hab's mir gedacht, dass da ein Weg ist. Nein. Oh, wie knapp wir es geschafft haben. Wie konnten sie noch werfen? Die Kanone. Und das Leben kriegen wir auch nochmal gratis. Wir haben gar nicht mehr so viel. Wir haben 8 Stück. Wir hatten mal 14 auch für eine Weile. Das hat nachgelassen, Tobias. Uah. Oh. Da möchte ich in Zukunft mehr sehen. Ja, ich spreche immer mit mir in der dritten Person. Das ist nicht eingebildet. Das ist YOLO. Zwack und so. Ich will die Sterne da haben. Yeah, yeah. Ich finde diese Kombination aus dieser ruhigen und gleichzeitig doch, ich meine, sie ist ja nicht nur ruhig, die Musik, die hat ja auch dieses im Hintergrund, dieses dim, dim, dim. Sie ist ruhig und schnell. Ah! Nein, da muss ich anscheinend springen rechtzeitig. Kann man da auch schon rein? Nö. Da muss die Tür komplett offen sein. Das war knapp. Und jetzt? Na, ey, du Arschkopf. Das ist ja jetzt mal asozial. Können wir uns hier zurückschießen lassen? Ja, können wir. Ey, dieser eine Block will da nicht... Der will nicht kaputt gehen. Nein, ich brauch das. Haut doch mal ab mit euren doofen Rüstungen oder was auch immer. Ich will doch nur wahrscheinlich das Zauberzahnrad, welches sich dort verbirgt. Ich meine, ich weiß es nicht, aber ich vermute es. Nein! Oh, wie schnell muss man denn da bitte sein? Das ist ja schon krass. Also da fail ich gerade ja schon so ein bisschen. Verpiesel dich. Egal, lass mich in Ruhe.
Uah. Okay. Und das Zahnrad. Yeah! Jetzt haben wir es doch noch geschafft. Letzten Endes. Bäm. Bäm. Und Sterne haben wir da auch eingesammelt. Und wir haben 99 Sterne. Yay. Das heißt, es fehlt genau einer bis zu einem Level-Ups. Könntest du mal... Hallo? Wie er die Fähigkeit immer nicht haben will. Dieser Kirby, der ist ja schon... Kleiner Frechdachs. Und hier müssen wir hin mit einem Schlüssel. Ich frage mich, wo der wohl sein wird. Da unten die kleinen Viecher, die aggressiv werden, wenn wir anfangen, etwas zu tragen. Ey, nee, jetzt ist mir doch langsam zu doof. Nein, oha, ich wollte ihn einsaugen. Na egal, wir haben ja unsere Fähigkeit noch nicht weggetan gehabt. Oha, oha, schnell, Kirby. Lauf, Kirby, lauf. Boah, wir haben es geschafft. Ein Treffer kassiert dafür, aber dich war ich mir wert. Finde ich aber auch schön, dass es hier jetzt so eine Art Rätsellevel gibt. Und, ne, wir brauchen die Kerzen nicht, wir sind ein Feuerball, oder? Und wir brauchen entweder langsamer leben, oder wir müssen besser aufpassen. Oh, und hier die Sterne zeigen uns, wo die Plattformen sich versteckt haben. Uah. Gibt's hier irgendwas? Ja. Rein da. Ah, ich glaube, ich weiß. Wir können hier ja so... Okay. Doch nicht. Wir sind tot! Nein! Was soll denn der Blödsinn? Können wir hier mit ihm vielleicht noch irgendwas, was ich noch nicht weiß? Ah! Na toll, jetzt... Wir können uns zu einer Eisballkugel machen. Hä, wo sind wir denn jetzt? Nein, ich wollte das nochmal machen. Nein, jetzt haben wir die Feuerfähigkeit gar nicht... Ah, Dreck. Naja, wir kommen später nochmal hierhin zurück. Obwohl, eine Kerze ist ja auch Feuer, richtig? Man muss sie nur irgendwie hochkriegen. Das scheint gar nicht mal so einfach zu sein. Aber ich glaube, das ist möglich. Kann Kirby sie nicht einfach einsaugen? Nee, das wäre dann wohl doch zu einfach. Man muss die perfekte Kombination finden aus, wie lange halte ich gedrückt und wann lasse ich los? Ja, so ganz sicher. Noch ein Versuch. Nee, tut mir leid, Kirby. Du hast verkackt. Was haben wir hier alles? Interessant. Ah, hier hätten wir irgendwo einen Schalter drücken können. Wenn die ganzen Sterne hier runtergefallen. Haben wir aber nicht. Dann geht's hier jetzt weiter. Nein, Da links kriegen wir noch einen Schlüssel, aber da kriegen wir auch das Zahnrad. Ah, so kann ich die natürlich besiegen. Ihr doofen Viecher. Das Zahnrad. Dann haben wir wahrscheinlich das eine verpasst bei R. Das holen wir denn nochmal nach. Hatte ich ja gesagt, am Ende des LPs. Also für alle Interessierten, die das vielleicht auch etwas später gucken, nicht an dem Tag, wo ich es hochgeladen habe, unbedingt könnt ihr ja mal in der Playlist ein bisschen, ja, vorausschauen, falls ihr das Spiel schon kennt und einfach nur interessiert seid an den Sternmünzen, an den Zauberzahnrädern.
So kompliziert ist das Wort nun auch wieder nicht. Ja, also das werde ich am Ende des LPs machen. Dies wird dann schon im Titel gekennzeichnet, damit ihr wisst, welcher... Boah, da kommt die Boss-Stage. Welcher Part denn für die Zahnräder gedacht ist, etc. Prüfung freigeschaltet. Die 50 Zauberzahnräder, die du gesammelt hast, haben die Tür zur Bombenprüfung geöffnet. Ja, die natürlich auch am Ende. Was zuerst kommt, die Prüfung oder die Zahnräder, das weiß ich jetzt noch nicht, aber... Seid gespannt. Gleich geht es weiter auf MTV. Oh. Man kann ja auch so treten, habe ich ganz vergessen. Hier haben wir den Ninja, aber einmal möchte ich noch den Kämpfer... Ach, das war der Kämpfer. Ich will den, aber den Ninja. Ich will so unbedingt den Ninja. Der Ninja ist einfach so krass geil. Das geht gar nicht. Ich meine, Feuer wäre hier wahrscheinlich am sinnvollsten gewesen. Gegen einen Eisboss, der aussieht wie... Ein Yeti-Affe, ein Goriath. Ja und? Kannst du dich an der Wand festhalten? Kann ich auch. Guck. Ey, der ist cool. Nein! Der wirkt aber auch gar nicht mal so einfach. Wow. Ja, toll, jetzt hat er sich den Stern gekrallt. Nein! Meine Ninja-Fähigkeit! Lass meine Ninja-Fähigkeit in Ruhe, Goriath! Ah! Nein, ja. Ich werde meine Ninja-Fähigkeit nicht abgeben. Ein Ninja gibt nicht auf. War auf jeden Fall wohl nicht die vorteilhafteste Idee, hier den Ninja zu nehmen. Und er geht in seinen Ultra-Modus. Ja. Jetzt macht er ein Kamehameha. Nein. Und ich muss auch aufpassen wegen meinem Leben. Das ist nämlich auch nicht mehr so, ja. Hm, ihr seht selber. Goriath ist auf jeden Fall ein starker Gegner, wie es aussieht. Wir schnappen uns diesmal eine andere Fähigkeit, und zwar die Feuerfähigkeit. Denn damit sehe ich mich, stark im Vorteil. Ninja ist zwar super geil, aber... Na, wir werden es versuchen mit der Feuerfähigkeit... Oh, wie geil. Jetzt kommt sogar sein Intro quasi gar nicht mehr. Aber so wie ich das sehe, Bonusschaden macht es auf jeden Fall nicht. Also, weil Feuer und Eis und so. Aber es macht Schaden. Wenn man mal trifft, natürlich. Hey! Nein! Na toll. Wir haben unsere Fähigkeit weggeschleudert. Dann kommt es jetzt auf unseren Skill an.
unseren Skill. Na toll, wir haben verkackt. Dreck. Ich hab's nicht mal geschafft, die einzusaugen. Okay, wir machen mit den Sternen aber echt extrem viel mehr Schaden als mit den Fähigkeiten. Muss man mal sagen, die Bosskämpfe sind sehr feindlich gegenüber den Fähigkeiten. Okay, da einfach quasi über ihn schweben. Kann ich mich hier unten eigentlich verstecken? Ich denke schon, oder? Wow. Ah, ich glaube sogar, es hätte geklappt. Nein! Uah, riesige Stacheln! Nein! Wir sind auf den Eisklumpen gefallen. Okay, wir versuchen es, glaube ich, diesmal einfach von Anfang an einfach nur durch die Sterne, denn die machen so viel mehr Schaden als ihr doofen Fähigkeiten, auch wenn ihr cool seid. Die größten. Naja, eigentlich alle drei. Der Ninja natürlich mit Abstand. Aber trotzdem. Hallo. Können ja mal auch hiermit ein bisschen Schaden machen. Nee, klappt gar nicht. Und wir kriegen die Eisfähigkeit. Aber wie gesagt... Okay, natürlich hätten wir die jetzt gegen ihn schleudern können, die Eisfähigkeit. Oh, die macht auch nochmal gut Schaden. Das war jetzt nicht so klug. Ah, komm her, einsaugen. Und der muss doch zu schaffen sein, Goriath. Es ist Kirby gegen Goriath. Und über Unterhälfte Leben ist er. Was passiert eigentlich, wenn wir hier stehen bleiben? Na, schade. Ich dachte, da könnte man das Spiel ein bisschen austricksen. Alter. Uah. Hilfe! Hilfe! Also der dreht durch, der Goriath. Ey, und ich glaube, ich kann da unten einfach bleiben. Ich vergesse das die ganze Zeit. Uah. Okay, jetzt kann ich da natürlich nicht bleiben, wenn da Eisstacheldinger kommen. Okay, noch ein Treffer. Und wir haben noch über... Hälfte Leben, würde ich sagen. Diesmal nicht, Goriath. Nein, ich habe nicht getroffen. Ja, Goriath ist down. Haha. Haha. Und er fällt. Und was hinterlässt er uns? Er hinterlässt uns etwas, was aussieht wie eine Krone. Da-da-da-da-da-dam, yay! Wir haben es geschafft. Mal sehen, was passiert mit dieser Krone. Kommt die ganz vorne daran, an die Spitze? Es sieht fast so aus. Also gerade eben wirkte die aber ein bisschen kleiner.
Yay! Du hast es geschafft, Kirby. Mein Sternkreuzer hat jetzt wieder ein Emblem. Endlich! Nun fehlt nur noch ein einziges Teil. Vergiss nicht, wenn die Lore wieder in Schuss ist, darfst du mit in meine Welt fliegen. Diese Bruchlandung hat mir wirklich einiges an Ärger bereitet. Aber irgendwie war es das alles wert. Immerhin habe ich dadurch dich getroffen. Noch einmal, vielen Dank für deine Hilfe. Du bist echt toll. Ich weiß. Danke. Haha, welche wird wohl die nächste Welt sein? Weltkarte. Und die nächste Welt. Oh, das ist ein Stern. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, diese große Weltkarte. Die nächste Welt ist der nussige Nachmittag. Level 5, wie es dort steht. Und dort ist die erste Stage, die wir im nächsten Part erkunden werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gut bewerten, kommentieren, vielleicht teilen. Das wäre super. Also, macht's gut. Euer Vogel. Tschüss.